שלום עליכם. Wir lernen weiter Tehillim. Heute Kapitel 124. Das ist eine Mizmor Toda la Hashem, eine Danke an Hashem, der rettet selbst sein Volk und die Menschen, die an ihm voll Emuna, Bitachon und tiefe Vertrauen haben, wie sie zu Hashem beten und wie Hashem rettet sie wie ein Notdienst von Feuerwehr, Helikopter, Hubschrauber. Also Hashem findet den Weg, das nennt man Chilutz. Chalzo bedeutet, Hashem rettet dir von dem Not. Wenn nicht Hashem, die Menschen werden eine dem anderen lebendig einschlingen, so wie der Navi Chavakuk sagt, Vatas Adam Kidgei Hayam. Du schuf ein Mensch, so wie die Fische, so wie die große Fische, fressen, rauben, ohne Hemmung, die Größe, klappen die Kleine, fressen die Kleine, rauben die Kleine. Genauso auch bei Menschen. Der Mensch ist ein gefährlicher Animal in seinem Potenzial, wo er kann werden sehr schlimm. Er gibt zwei Beispiele in diesem Kapitel. Es gibt Überschwemmungen von Wasser, also Naturkatastrophen. Und es gibt Tiere, die für Essen oder Überlebung, Surviving, rauben. Aber nur der Mensch, also wenn der Tier ist satt und geschützt, ist er nicht gefährlich. Der Mensch ist der einzige Tier, sein konnte, der tötet und fertig macht mit schlimmem Gewehr von physisch oder mental. Ungefähr, wenn man versteht, der Mensch, es ist besser, sich aufgegessen von einem Mund, von einem Tier, als aufgefressen und gemahlen sein in eine Wolfmaschine von dem Mund von dem Menschen. Steht auch in die Mishnah, bete für das Wohl der Regierung. Egal, wo du dich befindest, Amerika, Israel, Deutschland, bete, dass das Land soll nicht werden Monarchie, Anarchie, schlimm radikal. So soll sie bleiben gesund und in Frieden. Warum? Weil wenn die Regierung, die Armee, die Polizei, die Justiz ist gesund, dann du lebst in aller Ruhe. Du, deine Mishpoche, deine Nachbarn, deine Vermögen. Und es ist nicht gefährlich, soll man dir entführen, so wie in verschiedenen Ländern. Die passieren schlimme Sachen. Also David HaMelech sagt, auch wenn der Mensch ist in Not und in dem letzten Moment wurde er gerettet, das ist ein Ness. Gut, dann beginnen wir. Ich wollte noch sagen, noch eine letzte Einführung, dass die Menschen sind nicht nur gefährlich bei Größe, Sachen oder Krieg. Menschen können auch streiten, ganz radikal in Bank, in Supermarket, in Autobahn, ja. Ihr könnt gucken, auch in YouTube, wie Menschen fahren, crazy drivers. Guck mal, wie Menschen fahren, wie Meshugoim, weil der hat ihm geschnitten, der will ihm schneiden. Und der will ihm schneiden und Menschen wegen Kleinigkeiten haben schon im Parkplatz einer dem anderen wie ein Krokodil und einen hungrigen Bär und Leopard eine dem anderen gefressen, obwohl sie das nicht brauchen. Egozentriert. Also man sieht in diesem Kapitel, wie schlimm kann der Mensch sein. Und wir beten, Hashem soll er uns davon schützen. Shir Amalos le David. Lula Adonai Shehoi Olonu Yoi Marno Israel. A Gesang von Arufgen von David. Soll nun sagen Israel.
David HaMelech sagt, Lulei emanti, Lulei, wenn nicht ohne Hashem, die wir ihm hatten, so sagt unser Volk, bitte, na. Jeder Mensch weiß, der, der hat ihn gerettet in die Vergangenheit, der schützt und rettet ihn jetzt und er wird ihn weiter in die Zukunft schützen. Lulei Adonai Shehoyo Lonu Bekum Oleinu Odom. Wenn nicht Gott, was ist gewesen mit uns, wenn nicht Gott ist gewesen mit uns, beäß Menschen seinen aufgestanden auf uns. Also, der Mensch, wie gesagt, kann sein schlimm als Raubtier und als Naturkatastrophen. Weil die Naturkatastrophen haben keine freie Wahl und sie wollen nicht dem anderen schädigen oder Probleme machen. Wenn Hashem hat uns nicht gerettet, was würde passieren? Azai chayim belo'unu b'charois apom bonu. Denzmal wollten sie uns lebendiger Heid eingeschlungen, wenn sie ihre Zorn hat gegrimmt auf uns. Der Mensch hat Grimm und Zorn. Eine ist innerlich versteckt, jahrelang gedämpft, ruhig. Ich bin dein bester Freund. I can kill you for nothing. Also, wir verstehen uns gut. Schön. Schön wäre es. David HaMelech weiß, und das haben wir auch gelernt beim vorigen Kapitel, es gibt Schecker und Remio, es gibt Lügners und Betrügers. Es gibt Menschen, die kennen sehr schön, verstecken ihre Bösheit, Risches. Und es gibt Menschen, die können das in eine diplomatische Wäscherei mit schönen Wörtern. Es geht um Gericht, es geht um Gesetze, es geht um Natur und Lebenskultur und alle schönen Wörter, die in der Welt Menschen haben gegen andere Menschen, wenn etwas dahinter steckt. Aber wir leben in einer falschen Lügewelt, wo Menschen haben eine diplomatischen, politically korrekt Wörter und dahinter steckt was anderes. Hass gegen Juden vielleicht, gegen die Religion, stört ihn, dass Männer und Frauen sitzen nicht zusammen im Bus. Was geht dir an? Das ist dein Bus. Die wollen so leben in Bethlehem. Sollen sie gesund sein? Das ist ihre Sache. Jemand mischt in das, was du machst, in deine private Sphäre. Jeder soll leben, wie es ihm passt. Nach den Wegen von Torah natürlich. Wenn Hashem hätte uns nicht gerettet von allen Leuten, die über uns spotten, lachen, schlechtes Denken, um etwas, ein Messer von Rücken zu bringen, mental auch. Was wäre passieren? Sie werden uns eingeschlungen mit dem Mund. Fertig machen. So wie die Fische von Habakuk. Azai amayim shetofunu, nachalo var al nafshenu. Denzmal werden uns die Wasser verfleizt, der Teich wird herübergegangen über uns. Dann, also jetzt kommt er zu dem zweiten Fabel oder Metapher. Er hat gesprochen zuerst auf die Menschen, die bereit eine dem anderen schlingen. Was passiert, wenn die Menschen wollen schlingen? Es ist so wie Wasser, die überschwemmt. Wir wissen leider, wie Wasser können schädig machen sofort mit Menschen, mit Tieren, mit Vermögen. Wie lange dauert, bis Menschen, die haben jahrelang schön und gut gelebt und plötzlich kam eine Überschwemmung, eine
Wasser, keine Kontrolle. Nachala war al nafsheinu. Der Teich ist übergegangen über unsere Seele. Das ist etwas sehr, sehr interessant. Jeder Mensch hat in sich etwas Tiefes, Unberührendes, die niemand ihn verletzen kann. Das ist eine tiefe Hoffnung und Stolz in seine Neshome. Das nennt man Zippor HaNefesh. Die Vogel von der Seele, die Spitz von dem Fühler, Zippor HaNefesh, das ist etwas ganz, ganz Kleines, das ist so wie der Diamant von dem Patifon, von dem Schallplatte. Und dieser Diamant kann dir niemand schädigen. Schauen Sie, wie oft in die jüdische Geschichte hat man uns eingeschlungen, geprügelt, verschmutzt, verschwarzt, Galut, Exil, Edom, Babel, Paras, Edom, Europa, spielt keine Rolle, wir wissen. Aber die Seele, der eigene jüdische Stolz konnte niemand touchen. Es ist deswegen gekommen, dem Zohar, dem Talmud Bavli, Talmud Yerushalmi, die Midroshim, die alle Bücher, Chassidut, Kabbalah, weil die Spuren, die Psiphas, die Keramik, die Puzzle von der Emunah, Mosaik, das sind so kleine Stücke, das ist lang geblieben. Azayo war al nafsheinu, amayim azedoinim. Denzmol wird darüber über uns selda im mutwillige Wasser. Mayim azedoinim, das ist die schlimmste Sache. Diese Wasser, die kommen über uns. Boruch adinoi, sheloine sononu, teref leshineim. Geläubt ist Gott, was er hat uns nicht gegeben, verräub zu sehere Zähne. Es gibt Leute, auch wenn sie lachen, die sind so schlau und so fuchsig, dass sie immer lachen. Die sind manchmal da Allerschlimmste. Weil mit diesem Lachen wollen sie dir auch die Tiere, wenn die zeigen Zähne, weißt du, es ist schlimm. Die sind hungrig, dann gibst du mal ein Stück Fleisch, ist beruhigt. Aber es gibt Menschen, die du dich überhaupt nicht davon schützt, weil du weißt nicht, was kommt. Nafsheinu kezipoir nimleto mipach yokshim, apach nishbor vanachnu nimlotnu. Unsere Seele ist ein Tronen geworden, wie ein Vogel von dem Fangers. Paskte, die Paskte ist zerbrochen geworden und mir seinen Antrunnen geworden. Also, das haben wir gesagt, die Zippor, die Vogel, wollte befreit werden vom Netz. Aber sie hat gesagt dem Jäger, bitte mach dem Netz weg. Juden sind loyal. Glauben Sie mir, auch wenn es kommen zu uns in Altenheim oder so, Asyl, Praktikanten, Leute, die nahe sind, ich versuche sie, ich bin auch nicht so stark und stabil ohne Hashem. Aber von dieser Stärke versuche ich, die Leute zu motivieren, helfen, beraten. Warum? Weil in dem Moment, wo ein Mensch war einmal schon gefesselt in die Pastke, in die Festke, in dem Netz, will er zwei Sachen. Er will nicht gefesselt werden und er will nicht, soll der andere soll auch fallen. Er will, dass diese Pach, dass diese Pastke, dass diesen... Das ist so sein Netz von alten Zeiten, die so gekommen auf die Vogelach. Man sieht von Rabbi Shimon bar Yochai, dass jeden Vogel bekommt von Himmel eine Stimme, Dimos oder Spakala, ob soll sie gejagt werden oder nicht. Gott sei Dank, der Pach ist nicht bar, weil nun im Latten. Und bei manch steht von Rabbi Shloime Teichtel, Zatzal, dass im Zweiten Weltkrieg war er in Slowakien, und sagt, der Pach ist nicht gebrochen und wir konnten nicht weglaufen. Aber wir wollten weiter hoffen, dass Hashem soll uns auch retten. Und auch in dieser Zeit, in Shoah waren auch wenige, leider viel zu wenige Jiden,
die konnten doch gerettet werden. Auch das ist eine Ness. Es reinu b'shem Adonai, oise shomayim v'oretz. Unsere Hilfe ist genommen von Gott, der Beschöpfer von Himmel und Erd. Wir haben keine andere Hilfe bei Menschen. Menschen kommen und Menschen gehen. Menschen sind launisch, schmeichlerisch. Du musst die Freundschaft zu lang behalten. Aber Hashem, seine Hilfe und seine Loyalität und seinen permanenten Kontakt zu uns, ist in dem Namen von Gott, der hat geschafft Himmel und Erde. Und das heißt, Himmel ist Hashems Wege, die immer stabil und immer stark, aber der Mensch ist hier nicht für ewig. Der Mensch ist nur gewisse Zeit in dieser Welt und dann kommt er und geht er und er ist gar nicht wert. Nur Hashem, so wie Avraham Avinu sagt, ich hebe meine Hände, Kel Elyon, Kone Shamayim Va'aretz. Hashem ist derjenige, der hat erworben und geschafft diese Himmel und Erde. Dann will ich nur an ihm hängen und keine Angst von Menschen, von Naturkatastrophen und von Raubtieren, von alle meschugene Drivers, das ist die moderne Raubtiere, der Mensch kann wirklich fahren normal und alles okay, Mittag, Moll schneidet immer meschugene, verliert er die Kontrolle. Hashem soll uns schützen, soll die Welt soll bleiben ruhig, stark und dass wir auch nicht Menschen haben, die über uns mit dem Mund schlecht reden und suchen bei den anderen ihre Nachteile aufzuheben. Schkoyach.